Nee, aber du hast recht, das war halt irgendwann einfach die perfekte Synergie. Man könnte meinen, wir wären dieselben Menschen gewesen. Ich sollte aufhören, die Bomben zu werfen. Naja, wir hätten die vorhin, glaube ich, brauchen können in einigen Stellen. Kann ich hier runterfallen? Nein. Weißt du, das sage ich und werf die nächste Bombe. Wow, einfach von hinten. Ey! Okay. Dieses Schreien! Oh. Wow. Wir sind gut. Oh, continue. Like, really good. Ich bin so froh, dass es unendlich Continues gibt. Offensichtlich, ja. Da hätten wir eigentlich eine härtere Schwierigkeit gerade nehmen können. Ja, aber nee. Ich habe auch immer noch eine extra Kopie von Metal Slug 3, von daher. Continue, Scarlett. Ich, oh Gott, weißt du, da war so ein Achievement, das hat mir einfach verdeckt, dass ich ein Continue hatte. Ja, genau. Ja. Sagen Sie, oh. Ich kann ja auch ein Screenshot schicken. No Scam, kein Photoshop. Mein Mashfinger tut weh. Ich hab keinen Mashfinger mehr. Er ist abgefallen. Im letzten Level. Grenade Lover habe ich gerade bekommen. Okay, sick. Wie? Du hast den Grenade Lover, obwohl ich sie liebe? Auch. Ich bin hier der. Kannst du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die das mit Continues spielen? Kannst du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die dafür jedes Mal ein Viertel Dollar reingeworfen haben? Wieso musste ich gerade wegen Viertel Dollar lachen? Irgendwie ist das eine entfernte SpongeBob-Erinnerung. Ich glaube schon. Was war denn mit einem Viertel Dollar? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, Moment. Aber da war was mit einem Viertel Dollar. Wahrscheinlich wieder irgendwas in der großen Krabbe. Wahrscheinlich hat Wahrscheinlich. Mr. Nee, Moment, hier, der fliegende Holländer. Als er getestet hat, was für ein guter Mensch Mr. Krabs ist, der hat mal für ein Viertel Dollar einem Kunden den Arm gebrochen. Stimmt. Als er ihn auf dem Boden entdeckt hat und ihn aufheben wollte. Ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Ich glaube, wir sollen die killen da unten. Ich glaube, ich sollte ein Continue nehmen. Fallen die Bomben runter? Nice. I'm the real Bomb Lover. Ich bin einfach zu doof zum Zielen. Wow. Du kannst einfach springen und nach unten schießen. Das hat in etwa denselben Effekt. Selbst wenn du nicht. Weißt du, wie krass ich mashen muss? Ich hab hier die Kackpistole. Ja, ich muss auch mashen wie ein Wahnsinniger. Weniger heulen, mehr mashen. Don't tell me what to do. Einer noch. Und der sitzt halb nackt auf seinem Speedboot. Okay. Und das nackt. Ich bring den Müll raus. Und das nackt. Ich musste auch, ich war ja wieder viel zu lange wach heute, ne? Ah, okay. Denn ja, irgendwann, du warst so ein richtiger Scarlett heute. Richtig. Ich weiß nicht genau, von wann der Tweet ist, aber ich habe in meiner Schlaftrunkenheit wohl getweetet, dass ich das Wort Nudel sehr lustig finde. Also, wohlgemerkt das englische Wort. Und das Traurige ist, es stimmt, ich muss immer über das Wort Nudel lachen und ich weiß bis heute nicht warum. Auch wenn das als Adjektiv benutzt wird. He has a noodly body. Ich weiß nicht warum, aber ich muss immer darüber lachen. Es ist so unglaublich dämlich. Und wenn ich sagen würde, im Deutschen, ich nudel hier ein bisschen rum, Da finde ich das nicht mal lustig. Aus irgendeinem Grund finde ich das nur auf Englisch lustig. Das ist ziemlich komisch, tatsächlich. Meinst du? Ja, ich bin zwar Hobbypsychologe, aber ich kann dir das irgendwie nicht erklären. Wie soll man da durchkommen, ohne die ganze Zeit zu verrecken? Use the determination. Weißt du, das ist so einer von diesen Hurensohn-Gegnern, die sie einbauen, um möglichst viele Vierteldollar zu fressen. Richtig. Das ganze Spiel ist ein Vierteldollar-Fresser. Ich dafür gibt's doch bestimmt eine Statistik. Ich hol mal mein Handy, warte. Das ist dein Ernst jetzt? Ja, und sonst so? Ich warte jetzt ein bisschen auf Scarlett. Okay, Google. Tell me how much quarters Metal Slug 8. Huh. This game is so hard. Nee, da gibt's keine Statistiken für. Google, ja, du enttäuscht mich immer wieder. Wie damals, kennst du die Geschichte mit Space Invaders in Japan, glaube ich, war das?
Da hat jemand seine Familie und seine Frau und seine Kinder verkauft. Ja, das vermute ich auch, aber ich meinte eigentlich, dass das Spiel so beliebt war, dass es eine Shortage an den Münzen gab, die in die Automaten gesteckt wurden. Krass. Ich hab nur gehört, dass irgendwann die Automaten nicht mehr funktioniert hat und niemand wusste warum, bis irgendjemand das Ding aufgemacht hat und gesehen hat, dass einfach keine Vierteldollar mehr reingepasst haben. Oder halt keine Münzen. Ich weiß nur, dass es... Kann sogar sein, dass es in den Staaten war. Auf jeden Fall war das Spiel so beliebt, dass einfach die Banken die Münzen dafür nicht mehr hatten. Und was dann hatten die Automaten das Moneypool. Moneypool, genau. Der Moneypool. Das ist mein Rappername. Das Monopol an Vierteldollar. Ich bin MC Moneypool. Und dann haben sie die Bank. Ah, mit. Panzer! No! Warum fliegen Panzer runter? Kannst du mir das sagen? Vielleicht ist dir die Munition ausgegangen. Wir haben keine Munition mehr, aber da. Schau mal, da liegen noch ein paar Panzer, lass die runterwerfen. Es funktioniert ja offensichtlich. Wow. Geld! Schnell, Jude das Geld, oh. Jude das Geld? Was zur Hölle? Woran bin ich gestorben? An Sachen. Ich weiß es nicht, es kam von alleine. Ganz allein. 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 Oh. Es ist so schwer mit den, Granaten zu zielen, das ist unglaublich. Ich finde es überhaupt schwer zu zielen. Ich glaube, man kann diagonal schießen, aber ich bin mir nicht sicher. Das habe ich bestimmt schon mal... Moment, ich habe... Hundertprozentig habe ich heute schon diagonal geschossen. Warum geht das plötzlich irgendwann nicht mehr? Weil das Spiel dich nicht mag? Ich sollte Continue drücken. Immer noch. Daran hat sich in den letzten 5 Minuten nichts geändert. Wer bin ich? Ach fuck, ich bin gestorben. Oh shit, krass, wir kriegen die Ultra-Sicken. Nice, no. Ich hab einen Helikopter. Das ist kein Helikopter. Das ist kein Helikopter, Mann. Ich kann endlich diagonal schießen. Ah, das war das. Ich konnte mit dem Kamel diagonal schießen. Das ist auch so ein Satz. Ich konnte mit dem Kamel diagonal schießen. Das hat in einem Winkel gespuckt. Der ist weder mit noch ohne Kontext besonders gut. Ja, und was haben Sie heute so alles getan? Ja, ich bin da mit meinem Kamel entlang gegangen, hab da ein bisschen geschossen, diagonal. Können Sie das glauben? Ich konnte damit... Du solltest da raus, sonst stirbst du. Es explodiert nämlich gleich. Okay, RIP. Oh shit, ich habe überlebt, krass. Ja, aber du rausgesprungen bist. Oh Gott. Ah, aber ohne bin ich ja unendlich langsam, da wäre ich ja lieber gestorben. Kann ich... Wo muss ich treffen? Warum fliegen da Feuerpropeller? Befestigst du keine Propeller an deinem Feuer? Eigentlich nicht. Ich stelle mich einfach unter den und mash. Wie willst du die Feuer dann Ich wurde gerade zerquetscht, weil ich unter dem stand und gemasht habe. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Sonst kommt das Feuer doch nicht zum Gegner. Oh krass, oh shit, ich kann einfach auf ihn landen. Ich kann mich auch unter ihn stellen und warten, bis der Dampf rauskommt, weil dann duckt er sich. Ich hab sein Pattern erkannt. Das ist irgendwie gerade ein bisschen beeindruckend für mich. Unter ihn stellen, sobald der Dampf rauskommt, duckt er sich. Hat er eine Unverwundbarkeitszeit? Oh, schau mal, der schießt einfach durch mich durch. Wie war das? Ja, seine Waffe war einfach vor mir. Ja, Geisel, lauf einfach mal in den Bossfight rein. Oh. You saved me, I wanna help. Wir sind irgendwie nicht so gut, habe ich das Gefühl. Meinst du? Wir sollten MLG Metal Slug Spieler werden. Dead. Wenn Minecraft das schaffen kann. Fucking competitive Minecraft, ey. Es ist so schrecklich. Ich wollte es mir tatsächlich ansehen. Aber dann dachte ich mir irgendwann auch so, nee. Lassen wir das. Ich habe fast vergessen, Continue zu drücken. Easiest Bossfight of my life.
Easy. Hör mal, du jubilierst nicht mal. Mission complete. Ich weiß gar nicht, wie viele Level das hat. Mir fällt jetzt also auf, wie lustig Mission ausgesprochen wird. Mission 4. Yeah. Warum bei dem? Ich will nicht wissen, warum der im Kühlschrank war. Vielleicht hat er sich vor einer Atombombe versteckt. Er wollte halt auch mal cool sein. Richtig. Was zur Hölle ist hier? Ich hab mein Hirn einfach abgestellt. Ich auch. Das ist so richtig mehr als sonst. Nein, jetzt habe ich ferngesteuerte Autos. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich glaube, hier sind Gegner vor und hinter uns und... Aber weißt du, woran das Spiel mich so ein bisschen erinnert? Wer? Kennst du das Dragon Ball Spiel für den Game Boy Advance? Dieses... Ich glaube, das hieß sogar Dragon Ball Advance. Nein. Das ist voll gut. Ist das Dragon Ball für den Advance quasi? Ich habe eigentlich gehofft, dass du es kennst und sagst so, oh ja, das kenne ich. Nein. Weil ich nichts dazu sagen kann. Achso. Krass. Wir können ja lustige Geschichten aus unserer Kindheit erzählen. Da? Wie sah ich das auf Dreckspanzer so viel aus? RIP. Ja, genau, Kollege, hier. Ich bin verwirrt. Kalle, I need you in my life. Das What happened? How could this happen to me? Granaten! Ja, I made my mistakes. Oh no. Ich kenne den Text nicht. Ich glaube, niemand kennt den Text weiter als das. Ich brauche dich. Bin ich doof? Du bist tot. Das ist ja schrecklich. Vor allem, er spielt auch einfach weiter. Was soll ich denn machen? Wäre lustig, wenn er einfach mich weiterhin hören könnte. Und ich einfach nur ihn nicht höre. Und wir einfach die ganze Zeit total den Bullshit aneinander vorbeilabern. Was laberst du? Und er die ganze Zeit auf mich antwortet. Hörst du mich nicht? Nee, eigentlich ist das nicht lustig, das ist schon ziemlich traurig. Ich sollte ihn vielleicht auf Skype anschreiben. Ist Skype RIP? Fragezeichen. Habe ich ihm geschrieben? Hör dich. Ich hör dich, aber ich hör dich nicht. Bla. Das ist ja schwachsinnig. Das ist gut. Hallo? Krass, Skype ist nicht mehr RIP. Ich hab gar nicht mitbekommen, ich hab erst damals spät mitbekommen, dass du mich nicht mehr hörst. Du denkst, ich laber total den Bullshit. Ja. Weil ich Waiting for other player. Oh shit, ja, Moment. Das war interessant. Das war total der Schwachsinn. Erst, weißt du, du hattest angefangen, das Lied zu singen. Und dann meinst du noch so, dass du den Text nicht kannst. Dann habe ich gesagt, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand den Text kann. Ich dachte einfach, oh Gott. Du bist die ganze Zeit total ruhig und wieso kann ich gar nichts mehr? Ach so, Springtaste. Oh Mann. Wir waren offensichtlich beide sehr verwehrt. So ein Bullshit. Hab ich auch noch gesagt, so, wir reden wahrscheinlich die ganze Zeit aneinander vorbei. Ja, und da habe ich dann nämlich auch mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmte. Oh Moment, wir können nicht an den Raketen vorbei, glaube ich. Die töten uns. Das könnte das sein? Das ist durchaus eine Option. Ich meine, du kannst doch einfach dazwischen springen. Oh ja, tatsächlich. Raketen töten. Aber wir spawnen nach Raketen. Das heißt, wir haben die Raketen ausgedrückt. Aber wir spawnen nach Raketen. Tod. Ich will den Soundtrack von dem Spiel. Der ist voll cool. Der hat ein bisschen was vom Sega Genesis. Bestimmt. Dieses Metalige. Warum springt... Guckst du dir bitte mal das Gegnerdesign an? Das sind... Was zum Fick? Ich hab keine Ahnung. Grenade King! Oh, nice, good job. Du warst mal useful!
Dankeschön. Und Nurse habe ich jetzt auch freigeschaltet. Ich weiß nicht, was das für Achievements sind, aber... Ah, mir wird uns gerade angezeigt, dass ich einen verpassten Skype-Anruf von dir habe. Ehrlich? Skype ist scheiße. Warum hat Duken der? Komm, der geht doch nicht weg. Tut der noch irgendetwas? Oder steht er einfach nur... Ich gehe einfach... Der folgt dir. Darf ich den behalten? Er denkt, du bist deine Mutter. Darf ich den behalten, Kalle? Der ist voll knuffig. Nur wenn du auch mit ihm spazieren gehst. Ja, natürlich. Ich hätte mich um ihn kümmert. Ist er gerade in Hühnchen zersprungen? Was, der Hadouken-Mann? Nee, der steht da noch. Oh, shit. Oh, fuck. Ja, continue. Warum laufen wir... Wer bist du? Nee, was zur Hölle passiert hier gerade? Ich war fett. Warum war ich fett? Ist das dein Fetisch? Ja, Inflation. Da stehe ich voll drauf. Ich schwöre dir, 4chan hat mir Fetische gezeigt. Ich hätte nie gedacht, dass die existieren. You don't talk about it. Fetische oder 4chan? Beides. Oh Gott. Ich bin wieder continued. Ich meine, ich bin schon wieder fett. Ich bin gerade versucht, das bei der Aufnahme zu gucken, wie oft wir ein Continue brauchen. Und einfach das dann umzurechnen, wenn jeder Continue ein Vierteldollar ist. Weißt du, einfach einen Counter machen? Aber ich glaube, da müsstest du zu lange editieren. Meinst du? Ich bin ein Panzer, Dude. Du bist ein Panzer. Ja, siehst du doch. Wie kann ein Panzer eigentlich springen? Er hat keine Muskeln. Das ist voll unrealistisch. Meinst du? Das ist das, was dem Spiel fehlt. Realismus. Ja. Wie in Call of Duty. Da haben sie auch Fisch-KI. Um den Realismus gerade zu erhöhen. Fisch-KI. More realism than ever. Ich werde das nie vergessen, nachdem sie ihre Fisch-KI beworben haben. Continue, Scarlett. Oh, shit. Und dann einer danach so ein Vergleichsvideo gemacht hat. Halt Mario die Szene 64. aus dem Trailer mit Mario 64. Mit den Fischen, die aus dem Weg geschwommen sind. Oh Gott, ich muss hier raus. Wie komme ich hier raus? Okay, easy. Ich habe einfach alle Tasten auf meinem Gamepad gedrückt. Nice. Das, if all else fails, einfach Button mashen. Wie als ich mal eine Klassenkameradin von mir hat... Auf deinem kleinen Fernseher? Nein. Hat ihr Vater war der Hausmeister bei der Schule, deswegen haben sie quasi direkt an der Schule gewohnt. Und dann ganz oft waren halt Klassenkameraden und so bei ihr zu Hause in der großen Pause. Und dann hatte sie Tekken für die PS3. Oh shit. Und dann haben wir Tekken gespielt und ich dachte mir so, weißt du, kenne ich mich ja aus, probierst du Kombos und so. Und sie besiegt mich einfach jedes Mal, indem sie nur ihre Hände über die Buttons rollt. Ich war hammer salty. Ja, ey, wenn Button-Mashing keine viable Taktik wäre, dann würde es auch niemand verwenden. Das stimmt leider. Der war irgendwie einfacher als der letzte. Ich hab kein Gefühl von einfach oder schwer. Oh, du hast einen von den Geiseln verpasst. Oh shit. Hä, ich muss die auch befreien? Keine Ahnung, aber bei dir stand 1 und da stand great und bei mir stand 0 und da stand was anderes.